Nun haben wir natürlich die Erfahrung, auch nach 25 Jahren, dass viele diese Teekampagne noch nicht verstanden haben. Die einen glauben, es ist ein Dritte Weltladen, die anderen glauben, es ist ein Studentenprojekt, die Dritten glauben, dass der Tee bei uns teurer ist, weil wir Wiederaufforstung mitfinanzieren und so. Also es ist ja wahnsinnig schwer, so ein Konzept wirklich verständlich zu machen, und die meisten Firmen flüchten sich, so verstehe ich es, in eine Marke. Dann ist BMW oder dann ist L'Oreal, und dann sagt man, ja, die forschen und die sind gut und die bauen eine Marke auf, wo man nicht genau weiß, was nun passiert, aber das Gefühl hat, die sind technologisch und forschungstechnisch vorne dran. Ja. Also man geht über die Marke. Das spricht dagegen, dass man so viel argumentiert. Man kommt mit der, das will ich sagen, ja. Also wir haben die Erfahrung, man kommt mit der Argumentation nicht so durch. Das ist richtig, das ist sicherlich beim Teil der Kunden so, aber es gibt einen Teil von Kunden, zumindest weiß ich das im Kosmetikbereich, weil wir ja auch, ich habe schon über 4 Jahre sehr viel auch mit Kosmetikkunden zu tun, die eben rationalen Argumenten zugänglich sind, die wissen, dass sie eigentlich veräppelt werden von der Kosmetikwerbung. Ja. Und die zum Beispiel auch sichere Inhaltsstoffe wollen, die zum Beispiel bei der Naturkosmetik ist wiederum das Problem, dass Naturkosmetik wäre ja eine Alternative, die ist aber auch sehr teuer, und Naturkosmetik verzichtet auf jede Wirksamkeit, weil sie zum Beispiel bei der Naturkosmetik diese Vitaminkonzentrationen nicht hinkriegen, weil sie nur, wenn sie nur natürliche Inhaltsstoffe nehmen, das sind ja nun sind nicht konzentriert genug. Das haut eben auch nicht hin. Das ist beim Tee auch, das ist nur Kosmetik. Da sagt man, das ist Apfeltee, und in Wirklichkeit ist es das konzentrierte Apfelaroma, was die Wirkung hat. Aber dann legt man oben ein paar Apfelstücke drauf und dann haben alle das Gefühl, das ist Natur. Die Apfelstücke sind nur, wie sagt man, Optik. Ja. Die sind nur, die haben keinerlei Wirkung. Aber man kann sagen, das ist ein natürliches Aroma, und die Apfelstücke dann sollen das belegen. Ja. Ist bei Ihnen offenbar auch ein bisschen so. Nee, die haben sich selbst auferlegt, wir nehmen nur direkte Inhalts- oder Zutaten, die natürlich direkt gewonnen sind. Und die sind nicht konzentriert genug. Und wenn Sie Vitamin C nehmen, da können Sie eine Zitrone auspressen, da kriegen Sie einfach nicht, Sie brauchen, um Vitamin C-Wirkung in der Creme zu haben, fast 10% Vitamin C. Ja. Um es auf das, und das ist viel, da so viel Zitronen kriegen Sie nicht rein. Nicht? Das So, jetzt haben Sie das. Mhm. Das Marketing ist ein bisschen so im Viral, also eigener Bekanntenkreis. Ja. Mhm. Und da funktioniert es auch. Mhm. Kann man sich noch was darüber hinaus vorstellen? Also ich denke, man kann, das haben wir auch in den anderen Bereichen, in diesem anderen Kosmetikbereich gesehen, ich glaube, das Konzept ist eventuell auch für Presse interessant, weil es und über Blogs, es gibt sehr viele, wusste ich auch noch nicht, also Kosmetikblogs, da können Sie sich und all solche Sachen, also es gibt übers Internet viele Wege, zumindest erstmal zu sagen, da gibt es das Konzept, und dann können die Leute ja auf die Website gehen. Die Website wird auch so sein, dass sie eben praktisch auch alle Inhaltsstoffe erklärt und praktisch das begründet und wie viel drin ist, also sehr transparent macht, was ist da wirklich drin. Und wie viel ist drin, sodass das die Leute nachvollziehen können? Also der Versuch über Argumente. Andere Möglichkeiten, Konfliktmarketing, wieder Anita Rottig, die ist ja doch bekannt geworden, weil sie relativ frech ihre Sachen fast militant vertreten hat, und dann es eine Reihe von so Verbrauchergruppen gab, die sagten, dafür kämpfen wir, das ist gut. Es brach eigentlich erst ab, als die Marketingleute bei Bodyshop und das Management zu viel Gewicht kriegten. Dann haben sie in jeder Hauptstraße der Welt einen Bodyshop eröffnet, mit teuren Kosten natürlich, und dann ging es so allmählich bergab mit der Glaubwürdigkeit, aber auch mit dem ganzen Geschäftsergebnis. Ich glaube, solange die Anita das selber als One-Woman-Show machte, war das sehr viel erfolgreicher. Könnten Sie sich sowas vorstellen? Ein Kampf für Transparenz und ja, vernünftige weil Argumente. Die Transparenz wird ja auch viel gefordert, also wenn Sie Testzeitschriften oder sowas, also weil die Kosmetik eben viel Nebel um ihre Produkte macht, also das ist ja was, und dass man eben sagt, es gibt wirklich bewiesen nur so und so viel Inhaltsstoffe, die vernünftig sind, und wenn ihr da irgendwelche Zauberformeln habt, das ist alles nur Marketing-Sache, also das, so kann man argumentieren, hätte ich auch kein Problem mit.
Ja, ein Stück Konfliktmarketing. Ja, natürlich ist das. Es ist eine Kampfansage an Markenkosmetik. Ja, also wieder unsere eigene Erfahrung, weil Sie ja viel auf Teekampagne auch rekurrieren. Wir hatten am Anfang einen Studenten, einen Jurastudenten, der uns juristisch beriet und der sagte, überhaupt kein Problem, wir kriegten so einstweilig Verfügung und so, ich sagte, kein Problem. Und wir haben eigentlich alle Verfahren in den ersten 3 Jahren, ich glaube alle Verfahren, ohne Ausnahme verloren. Und wir haben aber in den Medien immer gewonnen. Auch vor Gericht haben wir verloren, weil wir gute Argumente hatten, nur der Vergleich war damals gar nicht erlaubt, geschweige dann das Herabsetzen der Gegner, also das, ob es um das Fälschen von Darjeeling ging oder die Kleinpackungen oder Chemierückstände im Tee. Wir hatten immer gute Argumente oder aromatisierte Tees ist ein Riesenthema, als wirklich Verbrauchertäuschung en gros. Naturidentisches Aroma hat null mit Natur zu tun, ist schon gar nicht naturidentisch, darf aber so genannt werden. Und dann kann man an den schönen Beispielen zeigen, was da wirklich passiert. Haben wir alles verloren. Und irgendwann sagt ein Richter zu mir, nachdem er das Urteil verkündet hatte, sagt Herr Falking, das ist doch eigentlich schade. Sie haben ja in der Sache recht, aber es hat so keinen Sinn. Sie haben doch einen Kollegen an der eigenen Universität, den Professor Nortemann, der ist die deutsche Kapazität in Wettbewerbsrecht. Also ich empfehle Ihnen, sprechen Sie doch mal mit ihm. So, habe ich gemacht. Von da an haben wir alle Verfahren gewonnen. Weil der hat gesagt, alle Texte bei mir über den Tisch, nicht die Teehändler betrügen, sondern manche Teehändler betrügen. Das las ich nicht viel anders wie vorher, aber juristisch so, dass es unangreifbar war. Und er sagte, für die Formulierung gehe ich in die Bütt, das gewinnen wir auch. Aber wenn Sie so Ihre eigenen Vorsicht, das ist einfach so ein bisschen so, lassen Sie mal lieber mich. Worauf ich hinaus will, von da ab haben wir alles gewonnen, aber vorher gingen unsere Umsätze jedes Jahr mal 3. Wir waren immer mit der Organisation 1 Jahr hinter dem her, was wir gebraucht hätten. Fürchterliche Geschichten, viele unzufriedene Kunden und so weiter. Von da ab haben wir alles gewonnen, aber die Umsatzkurve flachte sich schlagartig und deutlich ab. Also dieses Konfliktmarketing im Sinne von mit einer gewissen Naivität, sage ich mal, seine Sachen behaupten, in den Medien waren wir immer die Gewinner. Die Journalisten haben immer gesagt, endlich mal kommt jemand und sagt uns das, was wir ja gar nicht wissen. Und in der Sache hatten wir auch recht. Aber vor Gericht haben wir alles verloren. Also das Konfliktmarketing, so, und ich, ist ja schlimm, wenn man einen Prozess nach dem anderen verliert, das kostet jedes Mal so 15.000 Mark damals. Der Rupert Neudeck, den hatte ich mal, der hatte mich interviewt da in Köln, und der sagte, Herr Faltin, seien Sie froh, dass es so ist. Wunderbar, diese